professional-grade communication tool. The choice of professional teams. Perfect stream viewing experience. Chosen by online streamers. Easy-to-use voice messenger service. Chosen by over 12 million gamers. Communication is always vital when competing in tournaments. Winning a match requires perfect coordination. You cannot win by yourself. Raid Call. Communication for winners. Und damit herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, auf 99 Damage mit der EPS Rehle und wir sind im Winner Bracket Halbfinale. Wer nun gewinnt, der ist in der EPS und Wasp hat nun Größe gezeigt und lässt eben doch die Spieler von Snoga zu. Ihr werdet es mitbekommen und verfolgt haben. Aber wir gehen jetzt rein ins Spiel und schauen uns nun an, was sie hier zu bieten haben. Bei uns weiterhin als Komod am Start, der Asmo. Schönen guten Tag. Hallo. So, jetzt die große Frage an dich. Fairplay hin oder her? Würdest du jetzt anstelle von Snorat auf diese Knife Round verzichten und was dann die Seitenwahl geben als kleine Geste? Wäre auf jeden Fall eine gute Geste. Wenn einer diese Idee hätte, dann hätte ich. Ich hätte zugestimmt. Bin ich ehrlich. Also Hand aufs Herz, ich hätte zugestimmt. Zugestimmt was? Ja, dass man die Runde einfach gibt. Nein. So, also wir sind ready. Die Teams brauchen ebenfalls nur ready schreiben, dann kann es losgehen. Also ich bin gespannt, ob jetzt Snowgard vielleicht auch an der Stelle ein wenig Fairplay walten lässt und man einfach die Seitenwahl dann wenigstens was überlässt. Das wäre ebenfalls ein Zeichen von Größe. Aber es ist schön und da muss man sich jetzt wirklich bei was bedanken, dass man eben dieses Spiel zu Gesicht bekommt. Mein andererseits hätte man auch Verständnis zeigen müssen, wenn sie eben da den Boykott gezeigt hätten und gesagt hätten, wir lassen sie nicht zu und man muss eben spielen mit FLH, Cedril, dem Orga, dem Manager, Blizzard. Aber ja. So ist es definitiv das bessere Game für die Community, für die Zuschauer. Was wird vielleicht verlieren und hier dann nach diesem Spiel mad sein und dann ist die Frage, ob man dann die Kurve bekommt und sich eben durchs Lower Bracket fightet. Aber dann haben sie es meiner Meinung nach auch verdient, in die EPS zu kommen, wenn sie sich dann da eben durchspielen. Also ich muss sagen, ich gehe eigentlich gar nicht so stark davon aus, dass sie jetzt verlieren werden, weil, keine Ahnung, warum, jetzt ist nur gar, keine Ahnung, das, also ja, Humpen war auf jeden Fall ein krasser Spieler in Source, in Go wird er auch immer besser, ja, stetig, spiel ab und an. Ja. Und aber auf jeden Fall ist es keine Form, wie er zu seinen besten Zeiten hatte. Dann und die anderen Spieler sind jetzt auch nicht so die die sind jetzt meiner Meinung nach finde ich die jetzt nicht unbedingt viel stärker als was wir gerade zu bieten hat. Ja, und Venom schreibt hier, sind PPs für Flames und Beleidigung ausgehebelt für das Match. Ja, und Foppa hat geschrieben, er würde sie auch nicht zulassen. Der Orga hatte 6 Wochen oder so nicht gemeldet. Und da muss man dann sagen, okay, das ist halt schon, dass man es da verschwitzt. Jetzt ist die Frage, lässt Snorat die Knife Round locker angehen und gibt was die Seitenwahl oder nicht? Ja, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Das. So, egal. Sollen die jetzt einfach spielen, faire Mittel, so kann niemand sagen, nö, wir haben Butter gegeben. Ja, so, und was, ja. Da merkt man, die Wut im Bauch. Der Stachel ist langsam ausgefahren von den Besten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auf Wasp getippt, einfach aus dem Grund, dass die gerade noch motivierter sind zu gewinnen. Okay. Einfach, weil eigentlich Patrick, also Humpen hat die ja eigentlich auch herausgefordert. Ja, der hat die richtig, hat er gut gemacht. Hat sie richtig rausgestachelt.
Genau, und das Feuer ist da und jetzt einfach das Feuer in Energie umsetzen und dann auch schön Headshots verteilen und dann läuft es hier. Pew pew. Auf geht's. Auf ein schönes Spiel. Auf ein schönes Spiel. Die Maps sind die gleichen, die wir eben auch schon gesehen haben. Bei was? Ach, Zufall. Gegen die Jungs von GW Doll. Gut Boost hier seitens der CTs. Snowguard. Ja, Mitte wird direkt schnell angegangen, können schnell ausschließen. Wobei ich immer überrascht bin, wieso man auf kurz spielt, weil ich muss sagen, 90% der Teams spielen immer auf lang. In lang der T-Pistole. Oder was Schnelles, ja. Ja, wirklich in der Regel immer lang. So, jetzt ist nur Jensen in die Grube reingedroppt. Oh, schöner Frack hier Humpen gegen Humpen. So, jetzt gegen kurz. Frankie so, wird jetzt, kurz die machen. Vielleicht kommt zu spät. Frankie kriegt auch gar keine Kontrolle rein. Jetzt Krovex noch. Kann nur einen machen und Robson last. Und da kommt Venom von unten. Und der braucht nur Zeit rausholen. Ja, und er macht den Frack und alles. Ist es die Pistole für was? Ich bin mir sicher, gerade brudelt's da so. Ja, Jungs, auf geht's. Endlich mal eine Pistole auf das 2. Nicht so wie gerade eben. Auf geht's. Denn jetzt, ich da glaube, da kommen auch noch ein paar schlimmere Wörter hinterhergeflogen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, wir wollen ja sowas dann halt ausblenden. Aber was? Vielleicht sind sie jetzt eingespielt. Vielleicht läuft's nun besser für sie. Ja, ich kann also, nicht. Wut im Bauch ist auf jeden Fall da. Da können wir uns sicher sein. Bombenfeld. Nur um von auf Mirage gerade eben anzuknüpfen. Guck mal, die haben jetzt Bison, dann sind geschlossen, B drauf gefahren, auf Close. Keine Mitte-Distanz angriffe. Deswegen funktioniert. Aber nicht Smoke. Eieiei, also. Jetzt wird hier aber nur gegast von was? Das machen sie gut, meine ehemaligen Teammates, Kafkas und Venom. Haben sie doch was mitgenommen aus der letzten Rehle. Immer Gas. Wie sagst du so gerne, gönn dir? Ja, gönn dir. Von mir aus. Ja, meinetwegen. So, jetzt stehen aber alle Mitte close. Also diesmal wird ein B-Go relativ schwierig, weil sie sehr, sehr schnell verschieben können. Schon Headshot. So, und da kommen jetzt die Flashes. Jetzt müssen wir aufpassen, nur aufpassen. Aber Kafkas in der dritten. Also, ich glaube, ein schöneres Match kann man sich jetzt nicht wünschen. Also, da ist wirklich, das ist so gerade, wenn man so in die Natur blickt, in die Tierwelt, da kämpfen jetzt gerade hier die Hirsche gegeneinander. Oder die Drachen gegen die Wespen. Oder die Silberrücken. So, Kafkas gekillt, muss jetzt weg gegen Humpen. Dafür lang wieder gut vorgearbeitet. Jin kommt jetzt nochmal rum. Fällt ebenfalls und damit zweimal schon weg. Humpen übernimmt mit Abel lang. Setzt wieder nicht den Frank. Muss er jetzt weggehen. Krovex noch on-spot. Robson in der Mitte. Aber alle was Spieler angeschlagen. Also nicht alle, aber drei. Trotzdem Überzahlsituation. Also als Gerdes. So, der Junge. Er sieht Schlitz einen vorbeijumpen. Robson wird jetzt schon Mitte angegangen. Venom. Oh, macht ihn. Und Humpen. Den zweiten jetzt trifft er, aber das ist jetzt zu spät. Ja, jetzt. Doch, die können die Arbe da holen. Da müssen sie jetzt Druck machen. Ah, ne, die. Also, sterben muss er auf jeden Fall noch. Ja, das also. Das was passt genug Geld? Idealfall. Ja. Aber ich wäre jetzt halt nicht auf einmal wieder CD-Base gesprungen, so um mir Free Frags zu geben, weißt du? So meine ich das. Der schöne Flash, der ist auch blind. Jetzt kommt dann. Oh, Wink. Noch einen gesehen. Aber da geht's jetzt. Jensen vom B-Spot, Kafkas, der da. Also perfekte Ausgangssituation. Was mit sehr viel Geld und CTs müssen wir sparen. Und nächste Runde. Noch wichtiger als diese hier. So, an dieser Stelle grüße ich mal ein heißes Babe aus der CS-Welt. Nämlich die Alice, die hier natürlich zuschaut, wegen Gerdes. Ja, sie ist wirklich heiß. Vielleicht auch wegen ein bisschen wegen mir. Vielleicht auch ein bisschen wegen mir. Ich glaube nicht. Kann sich ja mal dazu äußern. Sehr schön kontrolliert die Runde gewinnen. So, jetzt wieder eine sehr wichtige Runde, denn wenn die CTs die Runde verlieren, müssen sie wahrscheinlich...
unsichtbar machen. Also Alice schreibt gerade, natürlich wegen dir und ein bisschen wegen Asmo. Oh yeah. Und ich habe ihr geschrieben, ne, wegen Gerdes. Mal gucken, was passiert jetzt. Da haben wir den Standardaufbau, den wir auch gerade eben zuvor gesehen haben, an dem vorherigen Match. Pumpen wir eben nur Richtung kurz. Mitte ist jetzt wieder gesmoked. Aber ihr macht keinen Damage. Humpen sieht ihn aber und damit. Macht den Asmo, Alter. Der erste Frack gefallen. Und noch Mitte Kontrolle. Ja, eine super wichtige Runde da jetzt. Also die zieht eigentlich ziemlich. Oh, Kraft. Jin steht da close am Tor. Also das Einzige, was sie jetzt machen können, ist eigentlich ein B-Split. So, ja, die müssen B-Split spielen. Oh, Frankie Todesblind. Frankie Todesblind, jetzt darf gefallen. Frankie nur keinen machen. Frankie darf nur keinen machen. Humpen fällt auch! Frankie Alter. Noch close an der Base. Alter, sehr gut. Frankie, Dauerfeuer! Retail kommt geschlossen über Mitte. Keiner überkannt das unterwegs. Wenn du umläuft, wichtig. Jetzt. Boah, das könnte perfekt Dashes kommen. Klappen. Venom muss jetzt Gas geben. Oh, Venom zu langsam. Komm, renn. Sehr gut, Kraftgas. Jensen muss jetzt noch einen machen, fällt aber. Ja, Kraftgas noch eine Hölle, dann Venom. Ganz starke Runde. Von was? Wieder mal sehr gut gespielt. Und der Stachel bohrt sich immer weiter rein in den Drachen. 6-0 für Waspir! Also genau die richtige Lücke gefunden und hier den B-Split gespielt. Lang wäre Block gewesen, kurz wäre auch sehr, sehr schwierig gewesen. Da ist die gecallte Eco übrigens. Jetzt gehen langer Block mit dem Frack. Shot. Jetzt Feedback schon. Komm, Tobi, das hast du gerade eben auch schon geschafft. Ah, jetzt haben wir die Waffe schon gepickt, also. Ah, schöner Frack, aber Humpen auch mit der Diegel. Boah! Oh! Geinzelnd! Ach, oh, schön, schön, Gerdes, komm schon, Gerdes. Ja, weiß noch, rechts und ist noch einer. Oh, schön mit der Waffe, 8 AP bei Gerdes. Humpel kommt auch schon rüber. So, und jetzt, was machen sie? Humpel von hinten, Humpel mit dem ersten! Und jetzt Kafkas, 1 on 2. Bombe hat er. 55 Sekunden, hat noch alle Zeit der Welt. So, Hump mal den gesehen. Ist auch nicht mehr so viel jetzt. Ja, und Jin steht da richtig fies, aber er geht zum B. Oh, er geht zum B richtig. Nee, nein, der faked. Ah, das wäre ein richtig guter Move gewesen. Komm jetzt raus mit dir, gib ihm. Ja, geh bitte raus. Gib ihm, Junge! Oh, jetzt keine Flash. Hört er doch. Humpen sehr gut gemoved. Humpen muss noch rum. Ey, setz dich nicht rum. Kafkas schmeißt mal seine Waffe rein. Falls da noch einer ist. Ja, also an sich hat Humpen das gemacht, weil er nicht sterben wollte, bevor die Retake zusammen spielen. Oh. Oh. Schade. Ey, weil er keinen Schuss mehr hat. Das ist aber jetzt ärgerlich. Erste Runde für Slogat. Also ich muss sagen, Humpen hat es aber richtig safe gespielt. Hast du gemerkt? So, guck mal, Jin hat sogar auf ihn geschossen und Humpen ist nicht rumgegangen. Aber der Mate hätte ja sagen müssen, der geht gerade, also der ist ja mit dem Rücken zu dir so. Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall gut gemacht, gute Eco. Also für alle, die jetzt erst neu hinzugekommen sind hier zu dem Stream, schönen guten Tag. Und wir möchten euch auch ganz kurz aufklären, was hier gerade die Brisanz ist in dem Spiel. Snogat hat 3 Spieler, die eigentlich nicht spielberechtigt sind. Robson, Humpen und Jin. Und Wasp hatte gesagt, sie lassen die Spieler nicht zu und demnach hätte es ein Deathwin gegeben für Wasp. Der Unmut in der Community war groß. Dann hat Snogat gesagt, wir spielen doch und zwar mit Stand-Ins, die eben noch im Account sind aus der letzten Season, nämlich Cedril und FLH plus dem Manager Blizzard, der es verschwitzt hat, diese 3 Spieler zu melden über Wochen hinweg, weshalb sie jetzt hier nicht spielberechtigt wären. So, dann hätte Wasp doch spielen müssen.
Wäre aber auch kein Problem gewesen. Und dann waren beide hier im Interview. Jeder durfte mal sein Statement abgeben. Einmal Venom und einmal Kräuterhumpen. Und am Ende beide noch zusammen. Und dann hat Venom gesagt, okay, alles hin oder her. Humpen hat uns jetzt so angestachelt. Und das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Und damit sind sie eben doch spielberechtigt. Und das Spiel findet statt. Und deshalb hier viel Beef jetzt drin in dem Spiel. Jin Lang, das wissen sie. Retic kommt über Mitte. Venom macht zwei, sehr wichtig. Und jetzt Humpen und Jin. Jin fällt und Humpen ist der Last Man Standing wieder. So, jetzt kurz darauf anzusprechen, wieso diese Runde ziemlich bitter ist. Die haben ja gerade eben die Eco geholt, so. Aber sind jetzt Money Broke. Jetzt Money Broke. Das heißt, da ist der ganze Bonus wieder weg und man darf wieder sparen. Also zwei haben sogar 6000, aber das wird trotzdem, glaube ich, auf eine Spalte aus, oder? Ja. Natürlich. Also jetzt haben die Auf jeden Fall keinen Loser-Bonus mehr und das ist natürlich bitter, ne? Man ist im Strudel drin, als TT, sehr schlechter Start für Snowguard, soweit. Machen wir diesen Langstack. Er hat es kurz durch mit seinem Move, womit er immer zwei Leute geholt hat in dem letzten Spiel. Humpen wieder weg. Ja, das Jensen jetzt schon durch an kurz. Kann sein, oh, schöne Flash. Beide blind. Schöner Frag. Alter, Gerdes. Gerdes ist einfach saftige Shots. Ja, der macht einfach nur saftig. Und Fopper schreibt hier, Fopper Shot schreibt. Diesen Humpen würde ich auch mal stacheln. Oh, Mann, oh Homo. Ah, das 8-1 für die Jungs von Wasp. Und wenn du gerade mal auf Tabelle drückst, siehst du Gerdes wieder ganz oben. Ja. Plus, guck mal, wie viel Geld die haben. Die haben einfach alle 10.000 fast. Aber sie spielen jetzt hier auch deutlich besser als gegen Give It All. Ja, also da ist natürlich auch ein bisschen gut drin. Ja, wenn ich vorher provoziert werde, da geht auch 2.000%. Also. Das ist auch immer bei mir. Ja, das müssten wir uns nochmal von einem Mathematiker erklären lassen. Aber. Ja, es funktioniert. Also, man merkt natürlich auch, dass sie hier jetzt ein bisschen warm gespielter sind. Also, ich glaube nicht, dass man da vor diesem ersten Match da großartig nochmal ein PCW gespielt hat. Die haben die nicht. Ich hab's gesehen, die haben nicht. Ja. Ich meine, so früh findet man wahrscheinlich auch nicht mal Gegner, von daher. Wahrscheinlich. Außer ein Match. Zumindest nur so Mixes. Ja, oder so irgendwelche Mixes. Das hat auch gebockt ja auch nicht. Ja, da spielt jeder für sich nochmal so ein bisschen Deathmatch. Der Mitte-Move wurde gemacht. Ja, und jetzt Krobex wird könnte jetzt ein bisschen was machen. Ist aber direkt blind. Schöner Frack, Gerdes wieder mal. Super Flash wieder, Robson, zack, bumm, Venom. Also da sitzen jetzt auch die Shots einfach. Ja, die Shots sitzen und ich meine, man kennt es ja, wie gesagt, vorher schon angesprochen von Tobi. Tobi kann das Spiel schon. Also der hat wirklich gutes Verständnis und hat auch diese Granaten. Das sind alle sein Werk. Alle hat er rausgesucht oder abgeguckt oder wie auch immer. Und dann siehst du auch die Dinger sitzen. Und wenn dann die Shots auch noch kommen, perfekt. Sehr gutes Spielverlauf bis jetzt für Wasp. Fällt mir soweit. Machen jetzt die, also gerade jetzt machen die diese Fehler nicht, was sie gegen die anderen Teams gemacht haben. Weil die mit anderen Teams gemacht haben. Und deswegen sehen wir gerade auch ein bisschen besseres Spiel, würde ich sagen. Oder zumindest besseres Spiel seitens Wasp. Trackstar. Ja, aber wir sind irgendwo hingeflogen. Oder ne, hat er. So. 9-1. Also drei Waffen überleben, dabei ist Nogat. Haben aber trotzdem kein Geld. Ja, aber. Also Robson könnte da mal jetzt eine noch kaufen. Ja, was haben wir denn jetzt gemacht? Robson hat gekauft. Alles richtig. Drei Waffen gespart, der Rest kauft soweit, was geht. Und jetzt zu dritt an kurz. Gerdes und Jensen wieder. Gerdes kriegt den Hit. HE kommt nicht an. Jetzt müssten sie darauf eigentlich reagieren. Boah, jetzt nehmen die lange lang ein. Genau, das finde ich sehr, sehr guter Spielzug. Kurz fallen gelassen, Präsenz aber gezeigt und jetzt lang eingenommen. Sehr gut. Man nicht besser spielen eigentlich. Da noch der Crack dazu. Quack.
Wir gucken, genau, bei B-Speed folgt. Leider nicht durch Smoke. So, beide wieder down. Jetzt 3 gegen 3 Situationen. Ja. Jetzt einfach safe runterspielen. Safe hinstellen, safe runterspielen. So, Benno will schon wieder umlaufen. Ja, der sollte ein bisschen sehr gut warten noch. Vielleicht. Und macht auch den Frag. Jetzt sich zurückziehen. Jetzt zurückziehen. Oder sterben. Ja, aber Snowgard wird ja kein Retake mehr machen, oder? Doch, wollen doch, doch, klar. Tobi. Oh, super oh. Super blind. Oh. Komplett blind. Siehst du, ich hab gerade gesagt, die machen diese Fehler nicht und dann macht er diesen Fehler. Guck mal, er hat den Frag gehabt. Perfekte Situation. Ich sag's doch dreimal, geht zurück. Aber er bleibt da stehen. Dann kommt natürlich Humpen, muss nah auf den Punkt aimen. Ja. Hat ihn dann natürlich und sagt, ist die Runde verloren, weil Venom nicht wegrennt. Venom schuld, ganz hart. Aber gut, wenn jetzt die Runde wieder an was gehen ist sollte, so, ist so. Todesbroke. Kommt noch dieser Ego anscheinend. Ja. Aber diesmal langsamer. Slow go, contact go. Ja, oh, schön mit Smoke und jetzt da reinflashen und dann raus da. Auf geht's. Nice. Nice. Jetzt oh macht's Venom wieder gut, sein Fehler. Das ist sehr gut. Ja, Venom gerade richtig an Feier. Also der hat da jetzt gerade eben gesagt, so ich bin richtig heiß. Und zeigt auch. Ja, das hat er gebraucht. Dass er es anders kann als gerade eben. 2 Monate lang nur Gemüse gegessen, jetzt gibt's Fleisch für ihn. Er hat aufgehört, Honig zu lecken, er kaut nur noch jetzt nur noch auf dem Rasen, ein Standing mit AWP und hat keine Chance. Und wieder Money Broke. Das ist natürlich etwas, nee, was Todesbroke. Du haben willst. Ja, Todesbroke, stimmt. Habe ich gerade dem Todesbroke gesagt. Außer Frankie, der gerade ein bisschen Polster hat, weil reiche Eltern. Was machen wir jetzt? Die wissen, dass die Eco ist. Was spielen sie? Sie spielen wieder Richtung B, aber ohne Bombe. Die, doch, Bombe geht jetzt nach. Guck mal auf jeden Fall. Nee, Standard. Sieht nach Standard aus. Ja. Lang geht schon schnell auf. Ja, aber Tobi guckt. Tobi muss jetzt den Frag machen. Der ist aber blind. Oder angeflasht. Whatever. Aber jetzt kommt Gerdes Move. Und kein Kontakt. Schade. Venom, auch sehr schöner Frag beim Abdecken. So, wenn Jin jetzt in die Base laufen würde, dann würde der Waffe gehen. Fällt aber Frankie noch close am Tor. Jetzt geht's kurz sogar durch mit der Bombe. Hat noch keinen Mann verloren. Oh, und jetzt kommt Krovax von hinten. Oh, Venom. Ja. Okay, Venom down. Steht an der Zange, eine Waffe werden sie noch kriegen. Und weg damit. Ja. Sehr gut. Wenn Frank jeden einen Schritt weiter macht, dann verlieren sie aber doch noch die Waffe. Ja. 11 zur Wasp. Sau stark. Also wirklich, wirklich gut aufspielen gerade von Wasp. Und, ja. Weiter geht's. Waffenrunde, das ist wahrscheinlich die, also wenn die Runde auch verloren ist, ist die letzte auch wieder eine Eco, das ist natürlich sehr schön für Snowgard. So eine Situation waren wir auch in Kopenhagen. Hat einfach nur angekotzt und unten auf B leider chancenlos gewesen. Jetzt muss Retake kommen. Topgas muss Katas holen und er holt ihn auch. Noch gegen 2. Keine Chance, das zu holen. Der sollte saven. Er kann dann nicht alleine. Also, ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben, aber. Jetzt gehen wir mal davon aus: Snowgard verliert hier dieses Match. Wasp zieht damit ein in die EPS und Snowgard dann im Lower Bracket und dann werden sie nicht zugelassen. Ja, das könnte natürlich passieren, aber du musst halt überlegen, wenn Wasp das jetzt gewinnt, wenn Wasp das hier gewinnt, dann ist es ja einfach nur, ich sag mal, Plus-Plus-Situation. Ja. Ja, die haben die Credibilities hoch, wie sonst irgendwas jetzt.
Ja. Müssen noch gewinnen, verdient rein, ja. Solo Swag, würde ich. So, alle stehen an der T-Base, nur Venom als einziger vorgeschickt. Ja, schön mit AWP einfach mal durchquatschen und versuchen zu lagen. Ah, ein Hit hat Drops sind schon. Vorhin hat es irgendwas gebracht, gerade eben gab es auch den Frag. Diesmal leider nicht. Aber was machen sie jetzt? Schiebt raus, Jin an lang gefallen. In der Refrag, aber ein bisschen natürlich schade, dass Jin nur eine MP da hat, MP-Waffe hat. Kurz wird gedeckt. Auch schon zur Stelle. Aber die stellen lang ab und gehen kurz anscheinend. Oder? Wir lassen die Bombe sogar vor lang. Nein. Doch. Ah, lassen AWP in die Grube und okay, schieben um. Keine so schlechte Idee, aber die stehen halt zu zweit kurz, also. Ja, damit werden sie nicht unbedingt rechnen. So, weg spottet Frankie direkt auf der Treppe rumgedreht. Nein, eigentlich muss ich damit rechnen, aber. Jetzt kommt der Flash-Move. Ja. Oh, Frankie, warum drehst du dich denn? Weil, ja. Also, der Spieler, der angeflecht ist, muss dann aber die Frags waren, also. Ja, der. Also, ich denke, das hat nicht so geklappt, wie es hätte klappen sollen. Ich denke mal, der hat eine weitere Flash erwartet oder so. Also, kann ich mir nur so erklären. Sonst hat er echt keinen, warum er sich nicht umgedreht hat. Also 12-3. Immerhin auch die dritte Runde da. Ja. Und Henker ist Jay auch direkt am Start. Matthias, korrigiere, nicht den Abend vor dem Tag loben. Dieser Henker, der kommt immer dann, wenn man ihn nicht erwartet, ist er da. Ja, einfach Ja, das macht er momentan sehr gerne. Ja, ja, das ich spucke auf dich. Genau, damit hat er mich angesteckt. Ich mach's auch die ganze Zeit. Ungelogen. Irgend so ein Post, ich schreib Tüte und so. Ja, eine kurze Klopause hier seitens Wasp anscheinend. Ja, 30 Sekunden. Taktikbesprechung. Klopause. Hat er gerade geschrieben? Nein, die machen Taktikbesprechung. Na gut. Taktik wird auch immer auf dem Klo gemacht. Okay. Eine Season-Taktikbesprechung hat nicht gereicht, ja. Ja, auf jeden Fall gefällt mir gut. Wenn Snoggard jetzt natürlich die Pistole nicht holen sollte, ist es eigentlich Game Over. Auf geht's in die zweite Hälfte. Aber Jensen, guck mal, Jensen ist auch gerade Tabellenführer, da mit Gerdes ganz vorne am Start. Wobei Venom auch 14 Tracks hat, aber nie die Bombe gelegt hat, deswegen steht da unten wegen Score-Differenz da. Was ich eh manchmal ein bisschen dumm finde. Und, ja, soweit ganz gut. Gucken, was in der Pistole passiert. Und davon schreiben cool. Auch direkt in den Comments. Niklas, so sieht also dein Workout aus. Wahrscheinlich hat er wieder gesagt, er geht jetzt pumpen. Aber pumpen heißt bei ihm hier eine Gabel mal in die Luft drücken. So, go back to 2. Mach den ersten. Aber nicht den zweiten. Kurzzeit-Situation. Nein! Kopfgas leider mit falschem Timing und dann gibt's direkt ins Gesicht. Jensen gegen 4. Kann er machen! Ja, die Glock ist einfach so stark. Ja. So, ja, die meisten Pistols gehen ja eh auf die T-Seite. Wenn du als Titel nicht sofort Warner gibst, dann gibst du halt nichts. So in der Regel nicht. So ist das. In der also, Regel Snowgard haben mit der Pistole. Rote Werte. Mhm. Falls du den schon konntest. Kannte ich. Also, auf geht's jetzt. Gucken, wie gut Snowgard die Ecos spielen. Machen auch so, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Faculty Style. Ja, auf das 2 gehen wir halt immer B, oder? Also, wenn du mal jetzt so von deinem Zuschauern da berichten würdest, der Anti-Eco sind wir eigentlich fast immer B gegangen. Eine Mitte geschaut, der Rest ist eh und ja. Haben die jetzt auch gemacht. So. Was kommt nach? Doch alle blind, aber flashen auch. Und gehen rein und machen noch den ersten Job. Auf dem Sport. Was ein Fiasko. Ah, also alle gestorben. Keinen bekommen. Ja, also nur den ersten. Ne, nicht mal. Ich dachte, der erste wäre gestorben, aber war ja gar nicht.
Sah aber gut aus. Auf einmal so alle auf Spot, so 9 Spieler. So, wieder langsam. Also diesmal langsam, meine ich, nicht wieder. Lang. Lang eingenommen. Robson kommt noch Mitte dazu. Boah, aber die CD stehen da und mit der Flash. Bisschen zu früh. Bisschen zu früh. Jetzt überlegt mal das 2 Sekunden später. Oder 3. Dann wäre das halt Dame geworden. Schade jetzt. Flawless Round, wieder mal. Ey, Jin hat wieder 4 HP. Der hatte gerade eben schon wieder 4 HP übrig. Ja. 2x 4 HP. Los. Was ein Zufall. Ey, kennen Sie das Spiel Maxchen? Ja, klar. So, wir haben das gestern gespielt, ne? Ja. Beim Vortrinken. Und ich habe halt 2-mal hintereinander auch Maxchen bekommen. Und dann hat mir das natürlich beim 2. Mal nicht geglaubt. Nein, bei beiden Malen wurde sogar nicht geglaubt. Und ja, so, Kafkas macht den Frack dort. Close. B pusht raus. Ja, sehr gut. Wie klappt. Jensen, Kafkas beide down. Bei Snowguard. Loch steht. Aber es ist Todesmann. Nee. Ich bin da zu dritt auf Spot drauf. Jin geht da jetzt, glaube ich, nochmal. Das ist ein bisschen safe. Ja, das Low AP. Venom kann da auch nicht mehr wirklich was machen. Also, Pistol geholt, erst equipped geholt. Snowguard kämpft sich hier zurück. Ja. So mögen wir das. Spannend. So, und die beiden Waffen werden sie behalten, da passiert nichts mehr. Jetzt natürlich das gleiche Spiel. Gleiches Spiel für auch Wasp. Halt, die sind auch Money Broke. So, jeder Spot wenn bekommt eine Runde abgeben. Okay, jetzt gehen beide Waffen auf einen Spot. Wir haben da noch nicht so 100% seine Pose gefunden, aber auch irgendwie nur noch 25 HP. Hat er wahrscheinlich den A-Welt von Humpen bekommen. So, Jensen erfolgreich mit dem zweiten da. Und jetzt wird ja das wichtig anlangt. Standen da beide gerade in Linie. So 3 gegen 3. Ausgeglichen. Venom wird geboostet. 2 Waffen zu 3 Waffen. Weil jetzt darf die AWP halt keinen holen. Ja, stehen sie aber gut. Ja. Venom, Gerdes. Ja, aufpassen, Gerdes, aufpassen, aufpassen. Bin nicht rumgezogen. Jetzt Venom, super wichtig. Kann leider keiner helfen von unten. Jetzt haben die aber. Ah, ist lang da. Ja. Dann doch schon einen Tick. Oh, Humpen mit dem zweiten. Sehr gut gemacht von ihm. Das sichert gerade die Runde für Snowguard. Aber die können die jetzt auch kaufen. Ja. Ach, der Moneybug, ey. So, jetzt ja alle 6000. Gutes Spiel von unten. Ja, wichtige Frags. Ja. Aber schöne halb Eco oder halb Whip. Oh, Baseball, Kraftgas. Fällt. Oh, die 2 Frags. Dick. Rechts schon einer close. Jetzt Robson. Aber kann keinen machen. So jetzt gegen 3. Wieder 3-3. Wieder alles gesmoked wahrscheinlich. Ja. Humpen mit der Pistole darf den halt nicht machen. Aber hat nur noch 6 HP. Ja, und Frankie und Jin stehen dort.
Ja, 6-0 gerade. Na, es geht ähnlich los. Ähnlich wie bei Wasp. Wie bei Wasp in der ersten Hälfte. Und so langsam muss aber der Knoten platzen, ansonsten. Aber was kann nochmal kaufen? Gib mal dieses Spiel hier aus der Hand. Ja. Kafkas. Oh, jetzt kommt ein Tor, Mitte-Boost. Mitte-Boost auf Tor. Auf Tor. Obi ist oben. Ja, mal gucken, vielleicht gehen die in Mitte. Wenn die Mitte gehen, ist perfekt. Wenn nicht, schade drum. Stehen auf jeden Fall zwei in Mitte: Palme und Todesgang. So, wann zieht er rum? Ja, der ist ein bisschen abdecken. Ich weiß gar nicht, ob die Waffenrunde erwarten. Schon drei Leute, Nathan auch, Smoken. Oh, sieht eigentlich nicht nach einem Mitte-Go aus. Nee. Wurde schon was durch. Ja, die und Tobi bleibt nur dafür im B-Split, also der will gar nicht rüber gucken. Ja, soll er, ist auch besser so. Warte, die Mitte halt tut es safe. Warten noch. Boah. Ja, das gibt dann einen Shot im Jump. Gegen Humpen, HE fliegt auch nochmal hinterher. Das könnte echt klappen. Oh, ja, jetzt kommt doch mit, jetzt kommt doch mit. Boah, Wahnsinn. Auf Tobi! Den ersten. Den zweiten. Haha, sehr geil. Jetzt Kraftgas am B, wird überfahren. Jensen, die Flash. Kommt gerade noch gut. Zwei, komm schon. Kommt die Flash. Rein, komm rein. Da bleib. Nein, jetzt. Ach. Oh, und dann macht er ihn. Und jetzt Crovex. 10 Sekunden nur noch, Bombe hat er, er geht raus und Tobi macht es! Tobis Runde! Dritter Kill von ihm! Fetter Boost! Das entscheidet. Na, der Boost klappt, aber auch da muss ich jetzt sagen, auch da muss er nicht direkt auf den ersten drauf gehen. Da kann er noch ein bisschen warten, er hat eigentlich viele Steps gehört. Aber ich glaube, er dachte, er wurde gecheckt. Genau. Hab ich nämlich auch gedacht. Ich war in seiner Sicht, ich hab's auch gedacht. Ich hätte, glaube ich, auch geschossen, deswegen. Jetzt kommt wieder direkt ein kleiner Bego. Das ist so ein Alibi-Checken. Da schaust du nicht wirklich. Ja. Kafkas steht. Robson Mitte. Hat schon gute Hits bekommen. Komm schon. Robson darf nicht noch einen machen und Humpen eh nicht. Ah, da fliegt die AE und Humpen in den Katas. Und das muss Runde Nummer 14 sein für Wasp. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, da wurde gefragt. Stachel eingefahren. Nein, jetzt bohrt er sich wieder rein in die Wunde. Jetzt bitte nicht. Der ist ein Kadett. Komm. Noch ein Nate, sehr gut. Der müsste tot sein jetzt, oder? Nö, 54 noch. Alles gut. Ja, gar nichts. Ja, ich war noch blind. Alles ich hab nur diese drei Nates gesehen. Reinfacen, das sind ja, guck, die stehen eigentlich relativ gut. Flashes. Jetzt dürfen sie nicht verlieren, da die Bombe noch nicht. Oh. Alter Schwede. Oh. Alter. Ich dachte, Alter, krasser nicht. Shot von Humpen, ey. Puh! Das war krass. Muss man sagen. So, das war auf jeden Fall wichtig für was? Ich meine, die haben jetzt immer noch kein Geld. Die haben zwar gekauft, aber halt kein Geld aufgestockt, so. Das heißt, Loss würde wieder der Eco bedeuten. Jetzt Tobi mit dem Frag, komm. Hast du. Schade, dass er Fake-Step macht. Fake-Step wieder zu früh. Der hat Fake-Step gemacht und der hat drauf geschossen, hat gesehen. Schade eigentlich. War gut gemacht von Robson. Zwei Fracks währenddessen anlangen, das... Los. Opkas verschießt. Er sollte da weggehen. Da steht nur der Smoke. Er ist tot. Ist wieder weg. Opkas übrig, ja. Cool, so, Runde Nummer 10 für Snowgard plus... Sparrunde für was? Alter. Was die für Dinger geben gerade. Zum Teil. Hart. Aber die verschießen so die einfachsten Dinger und geben dann aber auch die krassesten Shots. Oder sag ich mal außergewöhnlichere. Ja, Money Broke. Wie angekündigt. Mal gucken, vielleicht wird es ja auch noch eine Overtime. Das wäre die dritte Map für Wasp und die dritte Overtime. So, Kafkas wieder Hit bekommen, also Humpen macht da wirklich einen super Job in der Mitte. Hittet da immer wieder. So, und jetzt B-Rush.
sein. Bomb down. B eingenommen. Also das wie viele Mal machen sie jetzt einen A-Stack und der klappt nicht? Billionen. Also gefühlte 10. Mal auf jeden Fall. Mindestens. Ja. Und wenn man das erste Match natürlich mit dazu zählt. Vielleicht sollte man einfach einen B-Stack machen, das wäre auch mal eine Option, aber ich glaube. Ich glaube, das war immer so, ey Jungs, jetzt machen die ein Argo, lass uns A-Stack machen. So. Aber jetzt machen die ein Argo, so, weißt du, jedes Mal aufs Neue. Ja. Einfach so, schade. Unterhunken. Wieder eine Eco sogar. Eieiei. Ja, gute Ansage. Doppelspar. Ja, ja, die haben kein Geld, also die müssen. So, mit rein wird angesagt von unten. Jin steht. Oh, den aber auch todesdefensiv. Da machst du nichts. Da machst du echt nichts. Hast du gut verloren. Er ist auch tot, Kapkas und Jensen mit Glow AP. Doch wieder Pumpen mit 27 Frags. Entscheidet hier so ein bisschen das eine oder andere. Ja, der nach der ersten Hälfte oder direkt am Anfang da auch schon 11 ja. Frags. Also auch deutlich mehr als seine Mates. Ja, also allein jetzt von Anführungsstrichen Namen her ist er natürlich der bessere Spieler. So wie er gerade trifft, zeigt er es auch. Aber gut, es sind noch Runden zu spielen. Was kann kaufen? Mal gucken, was passiert jetzt. Also für alle, die auch die anderen Ergebnisse der anderen Spiele verfolgen wollen, auf 99damage.de findet ihr den kompletten Turnierbaum, natürlich alle und Matches und eine Live-News, die live getickert wird und alle wichtigen Informationen für euch aufbereitet. Von der Redaktion, vom Shiggy, der da die Live-News momentan pflegt. Hier also. Aber ich mag Glumanda mehr. Aber hier, Humpen war ein bisschen überheblich an dieser Stelle und hat sich dann deswegen picken lassen von Kafka. Sehr gut gespielt da. Rumgezogen, nachdem er geschossen hat. Verdienter Frag. Und ja, jetzt sollte mal die Runde an Wasp gehen hier. Wenn man Fragger ausgeschaltet hat. Den Frag gesetzt hat. Boah, schöner Frag noch von Venom. Ja, aber den ersten hat er auch nochmal hoch geschossen, also. Okay. Wegen diesem komischen Jump halt. Ja, Snowboard spielt weiterhin langsam, aber sehr, sehr gute Chance für Wasp die 15. Runde klar zu machen. Einfach reinlaufen lassen jetzt. Rein facen. Kurz kommt einer, Tobi müsste das jetzt eigentlich hören. Und Tobi. Ihn. Macht ihn auf. Ja, das. Die HE könnte noch sitzen. Ach, schöne Frag von Jin. Nee, sitzt nicht mehr. Können die noch die Bombe legen? Das wäre super gut. Boost. Oh nein. Jovex kriegt 2, jetzt Kafkas One-on-One Duell und er hat ihn gesehen. Hat er ihn gesehen? Muss ihn gesehen haben, sieht ihn doch da an kurz. Jetzt drückt er durch! Jetzt kommt er! Und er macht ihn! Und es ist die 15. Runde! Ey, der wird ja gerade von. Aber wie spannend hier nochmal von Snowrad, Alter! Movement-Kopf! So bleibt er auf der Kante hängen und kriegt da eine Kugel nach der anderen in den Arsch! Ja, ich schreib dem gleich, der soll sich Kasper nennen und nicht Kafkas. Eieiei. Snowgard. Ja knapp. Jetzt wichtige Runde für Snowgard, Humpen wieder. Aber sehr schöne Runde noch von Snowgard, also das haben wir noch gut gespielt. Dann noch diese zwei Frags da, schön in die Reihe. Sehr, sehr schade. Jetzt weg. Ja, ich hab auch, es hängt gerade. Ah, jetzt geht's weiter. Ja. Yep. Kaufen können Snowgard sowieso und machen auch den First Track Jin sehr stark unterwegs gerade. Das wird ein 15-14, ich sag die letzte Runde entscheidet. Okay. Ich gehe gegen die Runde, verlieren sie noch. Ich spiel gerne mit dem Feuer, okay? Ja. Kafkas kriegt Headshots. Gegen 5, einer Low, ich sag trotzdem, die holen die Runde. Robson da ebenfalls komm. Mitbekommen. Ja, das. Ja, Jensen mit dem ersten.
Ja, das sieht Mitte oben. Weiß, dass jetzt lang irgendwas passieren muss. Ja. Wohl bekannt. Wurde auch gesehen. Wurde auch gesmoked. Hits waren da, allerdings nicht down. Jetzt der Move von Crovex. Ja, das ist noch ein bisschen beeilen. Dann sind die nächsten und jetzt Crovex. Jetzt kann er abräumen. Jetzt kann er von hinten abräumen. Flash ist auch da. Jensen bricht ab. Was macht er? Der geht. Boah, ich wollte gerade sagen, ey. Und das reicht. Eieiei. Oh, wieder eine Runde ja, gewesen, die eigentlich an Snowrad geht. Ja, aber, ach, keine Ahnung, ey. Das war unglücklich jetzt für Snowrad. Die Runde war auf jeden Fall sehr unglücklich, so. Ja, hätte man gewinnen müssen. Davor auch. Aber ich hatte recht. Junge, was für ein Spiel. Also man merkt, hier ist wirklich ein bisschen Beef drin, ein bisschen Feuer drin. 16 zu 12 geht Map Nummer 1 an Wasp. Und damit sehen wir gleich Map Nummer 2, Mirage. Und das nun der Map-Vote von Snowrad. Also, wir können weiter gespannt sein. Ein 3-Mapper kann es werden. Wir sehen uns gleich zurück nach einer kurzen Unterbrechung. Professional Grade Communication Tool. The choice of professional teams. Perfect stream viewing experience. Chosen by online streamers. Easy to use voice messenger service. Chosen by over 12 million gamers. Communication is always vital when competing in tournaments. Winning a match requires perfect coordination. You cannot win by yourself. Raid Call. Communication for winners.